Kennt ihr diesen einen Mitschüler in der Schule, der immer kurz vor Schulschluss den Lehrer daran erinnert, dass er noch gar keine Hausaufgaben aufgegeben hat? Ich habe ihn jedenfalls gehasst. Man sagt ja immer, man soll Leute nicht in Stereotypen einteilen. Jeder ist individuell. Und ja, das stimmt. Aber trotzdem war zumindest meine Schule scheinbar voll mit Stereotypen. Der Streber, der Klassenclown, die Zicke, der dicke Lustige, die Unbeliebten. Wie ist das bei euch? Folgt mir by the way auch gerne auf Instagram oder joint meinem Discord und checkt gerne meine richtigen Videos ab. Danke.